So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr. Am 200. Geburtstag, kommen Sie ruhig rein, am 200. Geburtstag von Karl Marx. Heute hier Hermann Klenner begrüßen zu dürfen. Hermann Klenner gehört zu den Menschen, die für mich immer eine Vorbildfunktion hatten und der sicher auch nicht ganz ohne Einfluss auf meine eigene Entwicklung geblieben ist. Hermann Klenner hat sich ein Marx-Zitat als Thema erwählt, da ich mit Brille nicht mehr lesen kann. Muss ich das ohne machen? Das Interesse des Rechts darf sprechen, inwieweit das Recht des Interesses, inwieweit es das Recht des Interesses ist. Ich gebe dir dein Buch zurück. Hermann Klenner, für die, die ihn nicht kennen, ich denke, das werden nicht allzu viel sein, aber ich sage trotzdem ein paar Worte, ist Jahrgang 26. Hermann Klenner gehörte zu der ersten nachkriegsintellektuellen Welle, könnte man sagen, unmittelbar nach dem Krieg entstanden im Osten große Möglichkeiten für junge, begabte Intellektuelle, sehr schnell in den Universitäten an Einfluss und an Gewicht zu gewinnen. Hermann Klenner war sehr, sehr jung, schon Rechtsprofessor. Er hat dann auch sehr, sehr jung sein erstes großes Parteiverfahren und seine erste Versetzung bekommen. Hermann Klenner war ja immer eine moralische Autorität für unsere Generation. Ich bin 30 Jahre jünger. Und Hermann Klenner kennengelernt habe ich erst in den 80er Jahren. Das war auf der Kreisparteischule der Akademie der Wissenschaften, wo entgegen der allgemeinen Erwartung bei solchen Veranstaltungen sehr interessante, kluge, gebildete und offene ältere Genossen mit uns sprachen und auch mit uns rangen. Seitdem sind wir uns immer wieder begegnet und ich freue mich, dass er heute hier zu uns sprechen wird. Hermann, du hast das Wort. Rosa Luxemburg hat gesagt, dass sie sich nichts von einem Hurra Revolutionarismus verspricht und dass sie überhaupt dagegen ist, den Sozialismus auf Hurra-Weise zu lehren und auch erst recht nicht zu lernen. Wir erleben gegenwärtig das exakte Gegenteil. Wir erleben einen Marx-Hype, ein Marx-Hype, der jedem, der mit Marx innerlich verbunden ist, gegen den Stachel lügen muss, lügen lassen muss. Und ich habe auch nicht vor, mich an so einer Hype zu beteiligen. Das heißt, ich möchte nach dem Rat von Rosa Luxemburg, die anstelle von Hurra-Sozialismus gesagt hat, es geht um Einsicht, um die Vermittlung von Einsichten in die Realität und um Vermittlung von Einsichten in die intellektuelle Widerspiegelung von Realität. Und genau dafür möchte ich mich bedanken für die Einladung und möchte mich daran beteiligen. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass ich gegen jede Form von Eventkultur und Eventwissenschaft bin. Wir haben in Berlin ja erlebt, dass zwei sozialdemokratische Funktionäre aus dem Westen
uns mit Hilfe ihrer Eventideen die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz kaputt gemacht haben. Und ich möchte nicht, dass Vergleichbares mit der Wissenschaft passiert. Ich habe heute Nacht, kurz nach Mitternacht, um 2 Uhr etwa, gedacht, nun wird doch wohl irgendwie ein Trompetenstoß kommen oder Posaunenchor. Denn um 2 Uhr ist Marx geboren in Trier. Und ich dachte, das muss ich doch so ein Eventideologe nicht entgehen lassen. Aber die sind eben nur Eventideologen und haben die Tatsachen nicht nachgeprüft, wann Marx geboren ist. In diesem Jahr ist ein gutes Buch von Andreas Fisan, Professor in Bielefeld, erschienen als Einführung in das politische Denken von Marx. Unter dem Titel Staat, Recht, Demokratie, aber Einführung in das politische Denken von Marx. Was das Recht anlangt, schreibt Fisan am Beginn etwas despektierlich, man könne Marx und Recht nur so zusammenbringen, ich bitte um Entschuldigung, das ist wörtlich, nur so zusammenbringen wie Kuh und Klavierspielen. Es ist zumindest so, dass normalerweise, obwohl Marx zunächst in Bonn und ab 1836 in Berlin Rechtswissenschaft studiert hat, und zwar bei bedeutenden Gelehrten, es ist zwar so, dass normalerweise Marx mit dem Recht nicht in Verbindung gebracht wird. Man versteht unter Marx einen in Jena promovierten Philosophen, einen mit scharfer Feder schreibenden Journalisten, ein vierbändiges, wenn man die Theorien über Mehrwert dazu nimmt, vierbändiges Großwerk, das leider auch noch nicht mal fertig geworden ist, nämlich das Kapital, produziert hat. Man versteht unter ihm, dem Co-Autor des Kommunistischen Manifests, und weiß meistens nicht einmal, dass Marx es war, der die Auflösung des Bundes der Kommunisten und nicht nur das Programm für sie geschrieben hat. Aber wie gesagt, Marx war Jurist. Ich habe in der DDR 1984 ein Büchlein veröffentlicht, in dem ich eine Zusammenstellung der Marx-Engelschen Äußerung zum Recht vorgebracht habe. Und ich habe in einem vor 2 Jahren, 1916, ebenfalls erschienenen Büchlein diese Zusammenstellung erweitert. Das heißt also, es ist durchgängig im wissenschaftlichen Werk von Marx das Recht keine Vokabel, die man aus fremden Sprachen etwa emanzipieren sollte. Nein, Marx ist in der Tat ein Jurist gewesen. Er hat in Berlin bei hochbedeutenden Wissenschaftlern studiert. Wir wissen ja, welche Vorlesung er besucht hat. Wir wissen das auch schon von Bonn her. Und wir wissen auch, dass er in jungen Jahren ein 200 Bogen großes Pamphlet verfasst hat, das leider Gottes zur Gänze verloren gegangen ist. Es gibt nur ganz wenige kurze Notizen darüber. Und wir wissen auch, dass der Vater von Marx, ebenfalls Jurist, an Marx geschrieben hat, deine Gedanken sind nicht ohne Wahrheit, was das Recht betrifft, aber in ein System gebracht sind sie geeignet, Stürme auszulösen. Das war 1836 und da war Marx mit Sicherheit kein Marxist, in dem von mir vorhin genannten Erklärungssymbol. Er hat hier in Berlin studiert, bei dem damals bedeutendsten und vermutlich auch einem der von zwei bedeutendsten Juristen der deutschen Literatur, der deutschen rechtswissenschaftlichen Literatur, nämlich bei Savigny
und andererseits hat er studiert bei dessen Gegenspieler, in jeder Beziehung des Wortes Gegenspieler, der aber weitgehend unbekannt geblieben ist, von Fachkreisen natürlich ausgenommen, Eduard Ganz. Die beiden waren auch persönliche Gegner. Die waren auch Fundamentalgegner, denn Savigny war ein Anti-Judaist. Von ihm selber ist das Votum handschriftlich im Archiv der Humboldt-Universität nachzulesen. Ich habe es mit einem Kollegen aus Österreich zusammen veröffentlicht. Handschriftlich hat er das Votum geliefert, das entgegen den relativ, wenn auch überhaupt harmlosen, aber doch vorhandenen Emanzipationsmöglichkeiten, die der preußische Staat 1812 den Juden gegeben hat, dass Savigny jedenfalls in seinem Votum sich geäußert hat, das gilt jedenfalls nicht für Juristen und nicht für Theologen. Und Ganz, Eduard Ganz, hatte in Heidelberg bei Hegel studiert, war Hegelianer, Linkshegelianer, in meinen Augen ist er der erste Junghegelianer. Eduard Ganz war nach Berlin gekommen, und natürlich um die akademische Laufbahn einzuschlagen, und Savigny hat ihm das vermasselt. Genauer gesagt, Savigny hatte ungeheuren Einfluss, er war Staatsratsmitglied, Akademiemitglied, Akademie, er war persönlicher juristischer Lehrer des Kronprinzen, und er hat zumindest durchgesetzt, dass Ganz im katholischen Frankreich zum Protestantismus konvertieren musste, um dann in Berlin eine Dozentur und Professur zu erhalten. Und als das dann passierte, da hat Savigny sich sofort an den Kronprinzen beschwerdeführend gewandt und hat geschrieben, Schwan und Gans dürfen nie auf einem Teich schwimmen, Schwan und Gans. Immerhin, der Mann beherrschte die deutsche Sprache in bösester Absicht. Und als dann Gans tatsächlich Professor wurde, zog sich Savigny aus den Fakultätsgeschäften zurück. Er hat noch Vorlesungen gehalten, aber er hat dann direkt geschrieben, er nimmt nie an den Fakultätssitzungen mehr teil, hat er auch nicht mehr gemacht, hat also eine Konsequenz gezogen, die in einer gewissen Radikalität einen ehrfürchtig macht. Es war wenigstens anständig und offen. Wenn man den juristischen Weg des Studenten Karl Marx betrachtet, und ich will Einsichten vermitteln, ich will keine Reklame für Marx machen, er hat es nicht nötig, Pappkamerad zu sein, auch nicht hier im Hof so ausgemalt zu sein. Ich will Einsichten vermitteln. Wenn man diesen Weg betrachtet, stellt man fest, dass derjenige, der den Marx zunächst am meisten beeinflusst hat, Hegel ist, und dass dann aber schon Eduard Ganz kommt. Ich könnte zusammengefasst, etwas komprimiert und nicht hundertprozentig wahrheitsgemäß sagen, von Hegel hat Marx die Dialektik. Von Ganz hat er den Blick in die Realität. Und Materialist ist Marx geworden durch seinen Blick in die Realität. Und wenn ich gesagt habe, dass Marx Jurist war, dann hat das auch noch in einem Nebensinn Bedeutung besonderer Art, die eigentlich merkwürdigerweise ich bei noch keinem gelesen habe. Marx ist nämlich zu seiner materialistischen und dialektischen Gesamtauffassung der Welt gekommen über seine Beschäftigung mit dem Recht, nicht mit seiner Beschäftigung über die Ökonomie. Das heißt mit anderen Worten, das Juristische hat einen Stellenwert in der Entwicklung von Marx, die normalerweise nicht berücksichtigt wird in der Literatur,
die man üblicherweise leben kann. Auch bei Andreas Fisan werden Sie das in dieser Weise nicht finden, obwohl ich das Buch durchaus für interessant und sehr lesenswert halte, wie überhaupt der Fisan ein hochproduktiver Mensch ist und der zweifellos ein Linker ist in dem, was man als links so bezeichnet. Wenn man die juristischen, auch die politischen Schriften von Marx nimmt, dann stellt man fest, es sind in der Tat juristische Probleme. Es sind Zensurprobleme, es ist Ehescheidungsprobleme, es ist in seiner Doppelrezension, die Überschrift hat, Judenfrage, die Beschäftigung mit Menschen- und Bürgerrechten, also wiederum mit den juristischen Aspekten, und natürlich ist es das Holzdiebstahlsgesetz, über das er geschrieben hat, also auch wiederum der Punkt, wo er letztlich zum Materialismus gestoßen wurde durch die Realität. Um das noch etwas genauer zu spezifizieren, die bürgerliche Weltanschauung ist entstanden in Auseinandersetzung mit der theologischen Weltanschauung. Das kann man bei allen großen Denkern der europäischen Aufklärung nachweisen. Wenn etwa Pufendorf in seinem Werk von 1672, wenn er schreibt, von christlichem Naturrecht zu sprechen, wäre es genauso blöd, wie von christlicher Chirurgie zu sprechen. Da sehen Sie die Abkopplung eines rechtstheoretischen, rechtsphilosophischen Denkens von der christlichen theologischen Denkweise des Mittelalters, die radikal ist, bei Pufendorf und bei den anderen erst recht. Ich will einen anderen Punkt nehmen, der bei Hegel eine große Rolle spielt, die merkwürdigerweise auch mit Ausnahme von Marx und Engels selber sonst kaum reflektiert wird. In dem großen englischen Denker John Locke sind die Thesen eindeutig für die bürgerliche Gesellschaft. One law for rich and poor, also Gleichheit vor dem Gesetz. Aber bitte sehr, Preservation of property ist Sinn der ganzen Sache. Wenn man den anderen Denker der englischen Aufklärung nimmt, Thomas Hobbes, von ihm ist überliefert im Naturzustand bellum omnium contra omnes, Krieg aller gegen alle, im Naturzustand. Aber die bürgerliche Gesellschaft, Civil Society, da ist das eben nicht der Fall. Das ist vorher. Deswegen wird ja die ganze Civil Society gemacht, damit dieser Kampf aller gegen alle aufhört. Das ist Sinn der bürgerlichen Gesellschaft, nach den Denkern speziell der englischen Aufklärung. Und jetzt mache ich einen Sprung zu Hegel, dessen Vorlesung, rechtsphilosophische Vorlesung hier in Berlin gehalten wurde. Es ist in Berlin auch gedruckt worden mit Verzögerung, weil da gerade die Karlsbader Beschlüsse kamen und Hegel mit Recht Sorge hatte, dass er selber verboten werden wird. Zwei seiner Assistenten waren verhaftet worden und Hegel, Paragraph 249 seiner Rechtsphilosophie, die bürgerliche Gesellschaft ist der Kampfplatz der Privatinteressen aller gegen alle. Das heißt, Sie haben eine Umkehrung dessen, was speziell die englische Aufklärung, aber man kann es auch in der französischen nachweisen, die Umkehrung dessen, was bürgerliche Gesellschaft ist. Bei Hegel also Paragraph 289, Kampfplatz der Interessen aller gegen alle. Ich habe merkwürdigerweise in kaum einem der vielen Bücher über Hegel, über Hegels Rechtsphilosophie, ich habe kaum einen gefunden, der diese Bemerkung als eine entschiedene Weiterentwicklung gegenüber dem, was die englische Aufklärung gebracht hat, charakterisiert. Und weiter noch
schlimmer noch, in meinen Augen natürlich nicht schlimmer, sondern viel schöner und güter und besser. 246, Paragraph 246, die bürgerliche Gesellschaft wird durch den Antagonismus des ungeheuren Gegensatzes von Reichtum und Armut über sich hinausgetrieben. Mir juckt es in den Fingern, wenn ich die Literatur der heutigen Transformationstheoretiker lese. Mir juckt es in den Fingern und eigentlich denke ich im Stillen, warum habt ihr nicht mal meine Edition der Hegelschen Rechtsphilosophie, publiziert im Jahr 1982, gelesen. Aber jetzt geht es weiter, natürlich viel weiter, denn Marx hat ja nicht bei Hegel die Vorlesung gehabt, er hat sie bei Eduard Ganz gehabt. Und Eduard Ganz, sein Grabmal findet sich übrigens im Dorotheenstädtischen Friedhof, wenn jemand da mal hingeht, Brechts wegen oder Hegels wegen oder Fichtes wegen, Ganz liegt auch da, allerdings ganz hinten links. Ganz hinten und links, da gehört er auch hin. Ja, und der Eduard Ganz, der kam also nach Berlin, er war ja Schüler von Hegel in aus Heidelberger Zeit, er hat die Vorlesung, ich glaube, 10-mal gehalten in Berlin, Jahr für Jahr. Und er hat zugrunde gelegt, kein eigenes Lehrbuch, sondern das Lehrbuch von Hegel, der Grundlinien der Philosophie des Rechts. So hat er es auch genannt und gesagt, offen gesagt. Und wir haben 5 Mitschriften, nicht Nachschriften, das ist ein großer Unterschied, sondern Mitschriften der ganzen Vorlesung, die auch veröffentlicht worden sind. Und in den Mitschriften ist natürlich auch noch ein Stück mehr von dem, was Ganz ist, als was Hegel geboten hat. Unter anderem hat auch ein Sohn Hegels die Eduard Ganz'sche Vorlesung, die Vorlesung mitgeschrieben. Und im Jahre 1836, in dem Jahr, in dem Marx frisch verliebt in seine Jenny nach Berlin kam, in dem Jahr hat Eduard Ganz in Berücksichtigung der französischen Revolutionsereignisse von 1830 und in Berücksichtigung von utopisch-sozialistischer Literatur, französischer, hat Eduard Ganz den Grundgedanken von Hegel, den ich schon vorgeführt habe, hier 246, speziell 289, der Rechtsphilosophie, der Grundlinie der Philosophie des Rechts, hat er weiterentwickelt und hat die Idee von Hegel, dass die bürgerliche Gesellschaft durch diesen Gegensatz über sich hinausgetrieben wird. Bei Hegel, das muss ich redlicherweise hinzufügen, sagt er eigentlich nicht, dass sie zu etwas anderes getrieben wird, als die bürgerliche Gesellschaft selber ist, nämlich Kolonisierung, Polizei und andere Dinge. Bei Hegel bricht da ab. Bei Eduard Ganz geht es weiter. Eduard Ganz sagt, dieser Gegensatz, dieser immanente Gegensatz, dieser dialektische Gegensatz, der treibt wohin? Vergesellschaftung, in die Vergesellschaftung. Das ist der Einfluss der französischen Sozialisten. Das heißt, er hat Hegel amalgamiert mit französisch-utopischem Sozialismus. Und das ist eine ungeheure Weiterentwicklung, die man erst einmal registriert haben muss, um zu verstehen, welche Einflüsse, welche intellektuellen Einflüsse Marx dann weitergebracht haben in seinem Denken und Nachdenken. Ich will jetzt auf einen schwerwiegenden Fehler von Marx kommen. Denn selbstverständlich, jeder anständige Marxist
wendet sich gegen jedes personenkultische Eventverehrungsquatschtheater, dem wir gegenwärtig ausgeliefert sind. Und natürlich könnte man auch sagen, naja, es bleibt irgendwas hängen. Mein Lateinlehrer pflegte immer zu sagen, semper aliquid heret, wenn man die Vokabeln lernte und lernte und lernte. Aber der Himmelhund von Lateinlehrer, er war mir der unsympathischste, denn ich habe ungern Latein gelernt, der hatte einen Hintergedanken. Semper aliquid heret hieß bei ihm auch, bleibt sitzen, bleibt hängen. So. Also, diese Entwicklung bei Eduard Ganz, die hat in der Tat fundamentale Veränderungen mitbewirken helfen, wohlgemerkt. Eduard Ganz hat auch das nebenbei bemerkt, Hegel war ja durch Savigny und durch Schleiermacher gehindert, Mitglied der Akademie zu werden, der Akademie der Wissenschaften. Es wurde also ein akademischer Nebenverein, eine Gesellschaft gegründet. Eduard Ganz war der Spiritus Rector, der hat auch den Generalsekretär gespielt, der hat den Verlag besorgt. Er war auch mit Hegel, als Hegel in Dresden war, 1820. Und um Hegel saßen 5, 6 Leute. Und auf einmal nahm Hegel ein Glas Sekt auf diesen Tag. Und alle guckten dumm rum. Sogar Eduard Ganz wusste nicht, was los ist. 14. Juli, Bastille-Sturm. Also auch diese persönlichen Dinge gilt es zu betrachten, was da passiert ist. Aber ich habe ja gesagt, ich will auch auf einen fundamentalen Fehler kommen, den Marx über einige Jahre gehabt hat. Und zwar hat er in seiner Doppelrezension Judenfrage, die man übrigens genauso gut Christenfrage oder überhaupt religiösen Frage bezeichnen kann. Und zwar hat Marx dort analysiert die Menschenrechtserklärungen speziell innerhalb der Vereinigten Staaten, also einiger Staaten in den USA, der französischen Revolution, speziell die Robespierre'sche, natürlich, also die von 1793, die hat er analysiert und er sprach summa summarum sehr abwertend von ramponierten Bourgeois-Idealen. Ramponierte Bourgeois-Ideale. Und da ist ja was Wahres dran. Das erleben wir bis heute. Wenn man das heutige Völkerrecht, um den Sprung zu machen, in das heutige Völkerrecht betrachtet, so ist das ja ein fantastisches Konglomerat von Normen, wenn man bedenkt, was nach 1945, nach dem opferreichsten Krieg der Weltgeschichte, was da zustande gekommen ist. Und man nimmt die Universal Declaration von 1948 oder das Statut, die Satzung der Vereinten Nationen, die sind ja 10 Kilometer links von dem, was wir an Realität erleben in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen. Gregor Schirmer hat mit Recht einmal die Frage aufgeworfen und sie eindeutig beantwortet, ja, hat das überhaupt noch Sinn mit dem Völkerrecht? Und er hat sich vehement auf die Seite des Völkerrechts gegen die Unrechtspraxis, der Vertreter, die eigentlich die Vertreter sein müssten, des Völkerrechts gestellt. Und er hat völlig recht in meinen Augen. Ein amerikanischer Völkerrechtsmarxist, China Weaville heißt er, ist sehr unbekannt, der hat ein Buch geschrieben, direkt Titel Between Equal Rights ist ein Zitat aus der englischen Übersetzung vom Kapital und die Weiterführung bei Marx lautet Between Equal Rights, Force Decides. Und das ist eine ganz wichtige Seite. Ich schweife etwas ab, aber es ist wichtig für die Erkenntnis, die wir haben. Bei Marx ist das, was die Kapitalisten sich vom Mehrwert aneignen, höchstes Recht, wörtlich Kapital. Das ist das höchste gute Recht der Kapitalisten, sich den Mehrwert anzueignen, den die Arbeiter
erwirtschaftet haben. Das ist kapitalistisches Recht, höchstes Recht. Aber was zum Beispiel die Länge des Arbeitstages anlangt, auch das im Kapitalband 1, was die Länge des Arbeitstages anlangt, da between equal rights force decides. Das heißt, da ist der Gegensatz fundamental. Und um nochmal zu den ramponierten Bourgeois-Idealen zu sprechen zu kommen. Wir haben von Anfang an eine Doppelzüngigkeit aller bürgerlichen Idealvertreter von Anfang bis Ende. Der Autor der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, Thomas Jefferson, der also in der Einleitung schreibt, jeder Mensch ist von seinem Gott ausgerüstet mit gleichem Recht und so weiter, inklusive Streben nach Glück, Pursuit of Happiness, der war Sklavenhalter. Der hat gar nicht daran gedacht, seine Sklaven zu entlassen, obwohl er diesen Text geschrieben hat, als jeder Mensch und so weiter. Das war 1776. Als Thomas Jefferson 1826 starb, 50 Jahre danach, hatte sich die Zahl seiner Sklaven verdoppelt. Also von Wegen und Redlichkeit. War das nicht ein ramponiertes Bourgeois-Ideal? Selbst Robespierre, den ich moralisch völlig anders bewerte als Jefferson, selbst Robespierre in seinen großen Konventsreden, ungeheuer wichtig, aber ihr Eigentümer, Drecksseelen, ich möchte euer Eigentum nicht antassen. Das heißt, auch bei ihm ist Eigentum Menschenrecht, wenn Sie wollen, das fundamentale Menschenrecht, ähnlich wie bei John Locke, Preservation of Property, kein Frauenwahlrecht und so weiter. Ich will das nicht im Einzelnen belegen, ich will nur sagen, ramponierte Bourgeois-Ideale, das zieht sich durch. Das zieht sich durch. Ich brauche für die Gegenwart nicht weitere Beispiele zu wählen. Die kennen Sie selber zumindest so gut wie ich. Der Gegensatz von Marx basierend auf Hegel und Eduard Ganz, von dieser juristischen Seite her, über die ich spreche, dieser Gegensatz, der hat unter anderem fundamental mit der Frage der Stellung von Savigny einerseits und Ganz andererseits zum geltenden Recht, zum römischen Recht oder zu Preußens allgemeinem Landrecht von 1794 zu tun. Nun muss ich sagen, Savigny war kein großer Freund des preußischen allgemeinen Landrechts. Warum? In den Einleitungspartien des preußischen allgemeinen Landrechts, darüber hat Uwe Jens Heuer promoviert, eine sehr gute Promotion, in den Einleitungskapiteln des preußischen allgemeinen Landrechts sind die Ideen der französischen Aufklärer drin. Bloß, dass dann, wenn es dann konkret wird, da ist eben Ausklammerung der Juden, der Zigeuner und so weiter, der Leibeigenen und was alles so, Leibeigenen war es dann nicht mehr so sehr, das waren dann eben nur noch diejenigen, die in dem Gut arbeiteten und die also ihre Pferde, wenn sie hatten, zur Verfügung zu stellen hatten, wenn der Großgrundbesitzer rief. Für Savigny war eigentlich das preußische allgemeine Landrecht schon angekränkelt von den Auffassungen speziell der französischen Aufklärer, die in der Berliner Mittwochsgesellschaft präsent waren, Moses Mendelssohn an der Spitze, der nicht Mitglied war aus bestimmten Gründen, weil er die Speisevereinbarung da nicht einhalten konnte infolge seines Glaubens, der aber Ehrenmitglied war. Da war also Savigny dagegen. Der war im Grunde genommen für das überkommene Recht, und das war weitestgehend römisches Recht, in einem eben vorbürgerlichen Zustand im Grunde genommen. Und er hat das faktische, das tatsächliche Recht, hat er als im Grunde, Marx schreibt es so, er hat die Niederträchtigkeit von heute durch die Niederträchtigkeit von gestern legitimiert. Genau das ist der Punkt. Und um jetzt in
kleinen Sprung in die Gegenwart zu bringen. Im Dezember vorigen Jahres weilte Israels Premier uneingeladenerweise in Brüssel bei den europäischen Außenministern. Und er redete dann natürlich, mit Stolz sagt er, seit 22 Jahren ist wieder mal ein israelischer Premier in Brüssel. Und was sagt er? Die Europäer sollen aufhören, die Palästinenser zu verhätscheln, das ist wörtlich. Sie sollen stattdessen begreifen, dass die Grundlage des Friedens die Anerkennung der Realität sei. Und nun sei nun einmal in Jerusalem der Sitz des Parlaments, des Präsidenten und des Premiers, also ist das die Faktizität, die anzuerkennen, die Grundlage eines möglichen Friedens ist. Ich nehme an, dass unser jetziger Außenminister, der mit dem Rechtsstaat ohnehin in Diskrepanzen lebt, wie sich ja seine Negation des in dubio pro reo Satzes beweist, ich nehme an, dass der das Ganze nicht voll begriffen hat, das ist doch die freundliche Interpretation von mir. Wir haben also einen Zustand, bei Eduard Ganz heißt es so, sein Gegner ist ja Savigny, bei Eduard Ganz heißt es so, er spricht so, was Savigny macht, ist der Verpuppungsprozess des Faktischen zum Recht. Später wird man das als normative Kraft des Faktischen bezeichnen. Das heißt, die Rechtfertigung der Gewalt, weil sie Gewalt ist, weil sie sich durchgesetzt hat. Das ist natürlich der Gegensatz zu dem, was die Aufklärung mit all ihren großen Gedanken erreichen wollte, der Versuch, die tatsächlichen Verhältnisse zu legitimieren oder zu illegitimieren, und zwar mit Hilfe von Vernunft. Bei Hegel, was ich jetzt zitiere, das ist seine letzte Vorlesung, 3 Tage vor seinem Tod. Freiheit ist die Grundsubstanz alles, was gegenwärtig zu geschehen hat. Freiheit. Natürlich kann man sagen, das ist eine Phrase. Es ist bei Hegel keine Phrase. Von Hegel, ich habe ja 2 Paragraphen zitiert, vielleicht berühmter oder überhaupt das berühmteste in seinen Grundlinien der Philosophie des Rechts, das berühmte ist aus der Vorrede, wo Hegel sagt, das Vernünftige ist das Wirkliche und das Wirkliche ist das Vernünftige. Der vermutlich am häufigsten missverstandene Satz von Hegel. Es gibt bei Heinrich Heine in der Lutetia eine wunderbare Stelle, wo Heine, der ja bei Hegel auch Vorlesungen gehört hat, natürlich auch bei Ganz, es gibt eine schöne Stelle bei Heine, die ist natürlich Erfindung. Er sagt, ich war also beim großen Meister und er hatte etwas Beklemmung mit dem Satz, mit dem, aber so habe Hegel gesagt, nachdem er sich umgesehen hat, ob auch niemand spitzelweise zuhört. Aber, sagt Hegel, es hätte ja auch heißen, oder man muss es so verstehen, das Vernünftige muss sein. Muss sein, also diese Identität von Wirklichkeit, die bei Hegel etwas anderes ist als Existenz, etwas fundamental anderes. Ja, wie gesagt, ich bin gekommen an dem Punkt, wo ich gesagt habe, da hat Marx aber fundamentale Fehler gemacht. Und das ist überhaupt charakteristisch für viele Sozialisten, Kommunisten, dass sie Fehler dann machen, wenn sie die Wirklichkeit für fortgeschrittener halten, als sie ist. Die Pariser Kommune mit ihren 72 Tagen, da haben auch
Marx, Engels, August Bebel. August Bebel, 3 Tage vor der Beendigung, der blutigen Beendigung der Pariser Kommune im Reichstag, er war nicht sehr lange vorher aus dem Knast entlassen worden, hat er eine Jubelhymne auf die Pariser Kommune. Sie haben alle gehofft und haben diese Hoffnung auch nicht nur als Hoffnung, sondern doch eben auch als Annahme, als Wollen. Es gibt von Marx Briefe in London 1852, da war ein Aufmarsch, da schreibt er enthusiastisch, heute hat die englische Revolution begonnen. Das ist dieser Erwartungsdruck, dieses so. Und was nun dieser fundamentale Fehler, von dem ich sprach, um es genauer jetzt zu sagen, betrifft, so hat Marx eben nicht nur die Menschenrechtserklärung der Französischen Revolution für ramponierte Bourgeois-Ideale gehalten, er hat auch gesagt, wir in Deutschland haben diese Ideale gar nicht nötig. Bei uns wird es keine stufenweise Befreiung mehr geben. Wir im Unterschied zu den Franzosen, wir machen die Sache gleich, die große Sache. Das waren ein paar Jahre, da war er tatsächlich dieser Meinung. Er hat es dann später aufgegeben und in späteren Schriften von ihm finden Sie natürlich seine Rechtfertigung dessen, was große Demokratie sein muss. Und das geht ohne den Fortschritt dessen, was die bürgerliche Revolution gebracht hat, geht es nicht. Und ich will an dem einen Punkt noch etwas zu einem Autoren sagen, den ich all denen sehr empfehle, die ihn nicht kennen, und der zugleich mit einer persönlichen Niederlage von mir, wie soll ich sagen, zu tun hat. Als Student, der ich also keine Lehrer hatte, die Marxisten waren, habe ich aber in der Bibliothek gefunden von Paschukanis, Allgemeine Rechtslehre und Marxismus. Und natürlich habe ich das ausgeliehen, habe das mir sofort abschreiben lassen, damit ich es zu Hause habe. Genauso wie ich mir auch die ersten 70 Seiten der Deutschen Ideologie abschreiben ließ, weil man die auch damals noch nicht kaufen konnte. Und natürlich, als ich dann später etwas etablierter war, habe ich dann versucht, dass man das auflegt, eine Auflage macht vom Paschukanis, Allgemeine Rechtslehre und Marxismus. Und das ist dann die Niederlage meines Lebens. Geglückt ist mir das nach der Wende 1991 oder 92. Da habe ich in Freiburg, im Breisgau, in dem Verlag, habe ich eine ganze Schriftenreihe zusammenstellen können, also Editionen im Wesentlichen. Da habe ich dann den Paschukanis drucken können. Es ist mir nicht geglückt in der DDR. Ich wurde immer zurückgepfiffen. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Die Russen, die Sowjets, wie man damals zu sagen pflegte, die haben es noch nicht wieder aufgelegt. Das ist ein Trotzkist und was weiß ich was. Ich muss auch gestehen, dass Paschukanis und derjenige, der die deutsche Ausgabe 1924 gemacht hat, Felix Halle, Kommunist, beide sind Opfer von Stalins Willkürjustiz in den 30er Jahren. Das habe ich damals nicht gewusst, ganz am Anfang. Nun gut. Aber wie gesagt, dieses Werk, Allgemeine Rechtslehre und Marxismus, geht von dem Grundgedanken des Kapitals. Wer die MEW-Bände kennt, Marx Engels Werke, Band 23 ist Kapital, Band 1, Seite 99, das ist die Zentralpassage, auf die sich Paschukanis beruft und von der er her die gesamte Rechtstheorie entwickelt. Das ist sehr einseitig, ich bin nicht der Meinung, dass das eine vollendete Glücksstrahl war, aber es ist großartig in seiner Konzeption. Ja, und das ist dann
der Punkt, wo ich jetzt weiter argumentieren muss bei Marx, natürlich war Marx und erst recht Engels, waren der Meinung, dass die Gesellschaft nicht befreit werden kann, wenn nicht jeder Einzelne befreit wird. Das heißt, eine Konzeption, die fundamental ist für die Gestaltung dessen, was man heute voreilig Rechtsstaat nennt. Das heißt, und das ist eine der zentralen Erkenntnisse, die Rosa Luxemburg bei ihrer kritischen Betrachtung der russischen Revolution immer wieder erwähnt hat, man kann mit dem Recht unterdrücken, aber man darf nicht unterdrücken den Quell, der die Fortentwicklung der Menschheit garantiert, und das ist die Geistesfreiheit, die persönliche Freiheit. Das ist eine Fundamentalthese von Luxemburg. Ich muss sagen, diese Unterscheidung zwischen Enteignung, jawohl, ohne dem geht es nicht, aber nicht Unterdrückung der Meinungsfreiheit, denn das ist die Quelle, der weitere Fortschritte garantiert. Ich versäume nicht hinzuzufügen, dass Rosa Luxemburg die heftigsten Vorwürfe nicht an Lenin richtete, sondern an die deutschen Kommunisten und an das internationale Proletariat, die nicht mitzogen und selber die Revolution betrieben haben. Es hat in der DDR, um diese Schwäche denn auch von der anderen Seite her zu beleuchten, es hat in der DDR tatsächlich als herrschende Meinung gegolten, über Jahre, Jahrzehnte geradezu, das Recht ist Mittel der Macht. Das ist nicht einmal falsch. Aber wenn man nicht ergänzt, es ist auch Maß der Macht. Das heißt, dass der Einzelne nicht nur dirigiert wird, sondern eben selbst den Freiraum hat als Garantie. Wenn man das ausklammert, Maß der Macht vom Mittel der Macht, dann in der Tat hat man eine Vernachlässigung dessen gegeben, was Fortschritt im Sozialismus bringen muss, sonst bricht er zusammen. Wir haben es erlebt. Ich will weitere Einzelheiten eigentlich hier nicht zum Besten geben. Ich möchte sagen, ich stelle fest, es reicht. Aber da wir Rosa Luxemburg ins Spiel gebracht haben, und da ist ja auch Rosa Luxemburg die Großtheoretikerin, ich ja auch schon 2-3 Mal erwähnt habe, will ich denn doch etwas sagen, was vielleicht etwas überraschen wird. Weil ich betrachte das als Negativum, weil in den letzten Jahren, Jahrzehnten Rosa Luxemburg in den politischen Debatten einseitig ins Spiel gebracht wurde als Kritikerin der russischen Revolution, einseitig als Negation dessen, was Lenin gedacht und getan hat. Gerade deshalb möchte ich etwas ganz anderes hier von ihr bringen und es eigentlich für fundamental erklären. Jetzt kann ich nicht mehr freisprechen, ich muss ablesen. Bitte um Entschuldigung. Rosa Luxemburg, 1916. Geschändet, entehrt, im Blute watend, von Schmutz triefend, so steht die bürgerliche Gesellschaft da. So ist sie. Nicht, wenn sie geleckt und sittsam Kultur, Philosophie und Ethik, Ordnung, Frieden und Rechtsstaat mimt, als reißende Bestie, als Hexensabbat der Anarchie, als Pesthauch für Kultur und Menschheit, so zeigt sie sich in ihrer wahren, nackten Gestalt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja, vielen Dank, Hermann Klenner. Wir haben die erste Wortmeldung. Ich melde mich dann auch noch. Aber jetzt erstmal bitte ins Publikum. Ich gebe das Mikro rum, wir haben nur eins. Techniker, habt ihr noch eins? Weil das Ding ist kaputt. Ja, Sie können auch gerne bitte nach vorne kommen. Also ich möchte Ihnen erst einmal ganz herzlich danken, so eindrucksvoll, und Ihre Polemik gegen Festivitäten und gegen Marx-Event großartig. Also das, aber ich sage es nicht deshalb, weil ich jetzt auch eine kleine Kritik haben möchte, ganz unbefangen an der Sache an Marx. Sie haben gesagt, es gäbe einen Fehler von Marx in dem Terminus, den ramponierten Idealen der Französischen Revolution, und dass er das kritisiert habe. Ich möchte dem entgegensetzen, und zwar jetzt in dem Punkte Marx verteidigend, dass in dieser Aussage, dass die Ideale der Französischen Revolution, Gleichheit, Gerechtigkeit, dass diese Ideale tatsächlich objektiv ramponiert sind. Objektiv ramponiert sind, und dass es nicht ein Irrtum ist von Marx, diese Diagnose. Marx sagt, und da gibt es Stellen in den Grundrissen, und ich will das jetzt nicht so gelehrt machen, also es gibt Belege. Marx war definitiv ein Antimoralist. Er hat gegen die Rechte, die Freiheit, die Gleichheit, die Gerechtigkeit polemisiert, nur Kritik des Gothaer Programms, alles gleiches Recht ist bürgerliches Recht, damit haben eigentlich Kommunisten nichts zu tun mit diesem bürgerlichen Recht. Das heißt, die Kritik an diesen Idealen, dass sie ramponiert sind, ist meines Erachtens richtig von Marx. Er sagt nämlich, zur Zeit der Französischen Revolution, 1789, Freiheit, Gleichheit, prima, da geht einem das Herz hoch. Aber wenn wir bürgerliche Gesellschaft haben, sind diese Ideale der Französischen Revolution nichts anderes als Schmiermittel kapitalistischer Herrschaft. Und deshalb sind sie in sich ramponiert. Jetzt ist die Frage, wo ich Ihnen völlig recht gebe, was ist denn da noch an diesen Rechten dran? Gehen wir da mal von aus, dass sie tatsächlich objektiv durch ihr Schmiermittel sein, für die kapitalistische Herrschaft ramponiert sind. Wie kann man dennoch, und da teile ich Ihre, auch das Rosa-Luxemburg-Punkt, wie kann man dennoch sagen, dass an diesem Moment der Freiheit etwas in Anführungszeichen dran ist? Aber dann muss man ganz strikt unterscheiden und sagen, auf der einen Seite, sie werden zum Mittel kapitalistischer Herrschaft, all diese Rechtsbegriffe. Auf der anderen Seite, wie kann man überhaupt noch von Einklagen von Recht, Einklagen von Freiheit reden, wenn wir einen weiterentwickelten Zustand haben, was diese Geschichte der Begriffe angeht. Und da ist es so, das wird ein bisschen schwieriger, weil dieses ungebrochene Berufen auf diese Ideale der Französischen Revolution eigentlich für einen, ich sage es mal moralisch jetzt, anständigen Kommunisten gar nicht mehr geht. Möchtest du antworten oder wollen wir sammeln? Okay, dann nehme ich Ihnen das Mikrofon wieder weg. Nächste. Ja, Professor Klenner, mich interessiert die Frage Recht als Instrument der herrschenden Klasse, ja, Recht aber auch als Maßstab für die Macht, also das haben wir ja alles auch während des Studiums gehört, ja, ich habe also von 86 bis 90 bei Humboldt studiert, Ihr Kollege Molnau hat dann 88 den sozialistischen Rechtsstaat definiert im neuen Deutschland, ist denn nicht, das ist auch mir nie klar geworden,
ob es heute nicht die ganze Definition der sozialistischen Gesetzlichkeit, ja, als Begrenzung der Macht, ja, also jetzt nicht bei den Rechten für den Einzelnen, ja, subjektive Rechte, Recht auf Verteidigung, aber die Definition und Auslebung der sozialistischen Gesetzlichkeit ist nicht das, also auch in der Praxis, das gewesen, was Sie als Begrenzung der Macht durch Recht eigentlich verstehen, versus dem Ausfluss dieses Rechtsstaatsartikels von Molnau, Buchholz zu einer Entwicklung der Verwaltungsgerichtsbarkeit auf der anderen Seite? Fragezeichen. Gibt es weitere Anfragen? Ja. Ja, ich habe, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, ich fände es sehr schön, da wir uns nicht alle kennen, dass die beiden Herren, die sich gerade gemeldet hatten, dann auch nochmal vorstellen, dass sie sich selber auch, ich einfach auch. Nur den Namen, ja, ja. Ich finde es irgendwie ein bisschen anonym, was wir hier gerade treiben. Okay, mein Name ist Marion Herrmann, ich bin Mitglied im Marxistischen Forum bei der Linken. Wenn ich jetzt auf die Begriffe nochmal zu sprechen komme, Menschenrechte oder die Begriffe Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, sozusagen die Losung der Französischen Revolution, dann denke ich, dann sollten wir die speziellen Inhalte genauer bestimmen und präzise fassen. Mit Gleichheit, mit der Formel oder mit dem Ruf nach Gleichheit meinten die Bürger, die fortschrittlichen, damaligen fortschrittlichen bürgerlichen Kräfte ja nicht soziale Gleichheit, sondern der Kampf um die Gleichheit vor dem Gesetz. Das bezog sich auch auf den Begriff der Freiheit, der nicht verwechselt werden kann mit der marxistischen Auffassung von Freiheit, sondern hier ging es um die ökonomische Freiheit des Privateigentümers gegen das feudale Recht, sozusagen. Das waren die Losungen oder Kampfrufe, die mit diesen Begriffen sozusagen die Revolution nach vorn bringen sollten. Und der Begriff der Solidarität bezog sich ebenfalls auf die Kämpfenden, das waren ja fortschrittliche Kämpfe, um die bürgerliche Gesellschaft damals durchzusetzen. Und die bürgerlichen fortschrittlichen Kräfte setzten natürlich auch auf Solidarität der von ihnen dann später zu unterdrückenden Kräfte, um diese Revolution siegreich nach vorne zu bringen. Also ich denke, wir sollten hier die Begriffe dann auch präzise definieren, was ihre Inhalte anbelangt, und nicht allgemeine Vorstellungen da hineinpacken. Geben Sie mal dem Herrn kurz das Mikro. Ich kann mich nur vorstellen, also Ulrich Ruschig, ich bin Professor für Philosophie an der Universität Oldenburg. Okay, danke schön. Ich bin Mirko Röder, linker Verteidiger. Okay, danke. Gut. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Hermann, dann ist das deins. Möchtest du hier oder im Sitzen? Ich möchte zu den drei Dingen sprechen, kurz. Mit den ramponierten Bourgeois-Idealen stimme ich weitgehend überein. Aber wenn man sich darauf beschränkt, sie für ramponiert zu halten, vergisst man, dass wir heute beispielsweise darüber offen sprechen können, weil die Bundesrepublik Deutschland die Meinungsfreiheit insofern nicht eingeschränkt hat. Das war ja nicht immer so. Das heißt, wir haben eine große Bandbreite innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, und die Frage ist, welche Position innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft die jeweilige Gesellschaft, in der man lebt, einnimmt. Im dritten Band vom Kapital, es ist geradezu die letzte Seite, spricht Marx von der ungeheuren Zersplitterung der Interessen. Das heißt, wir können nicht von einer Einseitigkeit ausgehen und sagen, aha, das ist bürgerlich, also schlecht. Es gibt Bewegungsmomente, erforderliche Bewegungsmomente der Linken innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft. Die Gefahr besteht nur darin, dass man sich damit begnügt.
Und jede Fortschrittlichkeit innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, die vor der Eigentumsfrage Halt macht, läuft Gefahr, die bürgerliche Gesellschaft perfektionieren zu wollen oder sie zu perfektionieren. Also besserer Kapitalismus. Wir haben aber sehr unterschiedliche Kapitalismen im Laufe der deutschen Geschichte erlebt. Das heißt, es kann Linke nicht gleichgültig sein und Linke können sie es nicht erlauben, die bürgerliche Gesellschaft pauschal einseitig immer in einen und denselben Topf zu werfen. Das wäre sehr unklug. Wohlgemerkt, ich betrachte gerade von den Transformationstheoretikern, die stecken bleiben vor der Eigentumsfrage, die betrachte ich für Perfektionisten der bürgerlichen Gesellschaft. Das heißt, sie fördern die bürgerliche Gesellschaft. Sie wollen die besser machen, aber sie wollen sie als bürgerliche Gesellschaft akzeptabler machen. Und zweifellos wissen wir, dass die Sozialstaatlichkeit der Bundesrepublik einen höheren Stellenwert hat als die Nicht-Sozialstaatlichkeit der Vereinigten Staaten von Amerika. Also ich teile, na gut, ich, darüber kann man im Detail streiten, das will ich nicht bestreiten. Ich verstehe, aber er ist anders gestrickt. Ich möchte jetzt das nicht unbedingt weiterführen, das führt zu weit weg von dem, was ich wirklich will. Ich will nur sagen, im Prinzip haben wir einen und denselben Ausgangspunkt. Aber ich meine, es muss ergänzt werden, dass dieses Steckenbleiben innerhalb der Veränderungsnotwendigkeiten und Möglichkeiten der bürgerlichen Gesellschaft, dieses Steckenbleiben letztlich endet bei dem Wunsch, die bürgerliche Gesellschaft zu perfektionieren. Und das ist für mich als Sozialist eine antisozialistische Losung und ein antisozialistisches Verhalten. Die Frage mit der sozialistischen Gesetzlichkeit. Es gibt von Lenin, von dem übrigens bald Staat und Revolution von Hedeler und Kühlow herausgegeben, eine Neuausgabe von Staat und Revolution, und unglückseligerweise haben die beiden Editoren Wolfgang Küttler und mich gebeten, jeweils ein Essay beizusteuern, was wir auch getan haben. Ich mache jetzt Reklame für ein noch nicht erschienenes Buch. Aber wenn man von Lenin den umfangreichsten Text nimmt zur Gesetzlichkeit, ein berühmter Text, doppelte Unterordnung und Gesetzlichkeit. Ich kann kein Russisch, ich kann es also nur in der deutschen Übersetzung sagen. Doppelte Unterordnung und Gesetzlichkeit. In diesem Text werden Sie kein Wort davon finden, dass der Einzelne das Recht hat, Rechte hat. Das heißt, Lenin betrachtet Gesetzlichkeit ausschließlich als Verbesserung der Herrschaft des Staates, der Diktatur des Proletariats, ohne Rücksichtnahme auf die Rechte des Einzelnen. Das heißt, da haben Sie die Konzeption, Recht als Mittel von Macht, möglichst einheitliches Mittel von Macht, und nicht die Konzeption, es soll es von Maß von Macht. Und das war, da du ja in der DDR studiert hast, das war die Generalmeinung von Karl Polak. Die hat er durchgesetzt, auch mit den Mitteln, die Machtmitteln, die er hatte. Eben das Recht ist Instrument, nichts anderes. Genauso wie er durchgesetzt hat, kein Rückgang von Marx zu Hegel oder Gantz, ich glaube Gantz wird er nicht gekannt haben, vielleicht, kein Rückgang, seine These lautete, sozialistisches Recht hat nichts zu erben von dem, was vorher war. Und das ist ein fundamentaler Fehler. Wenn man nicht in die Vergangenheit sieht, bei Marx ist es eindeutig, zur Wahrheit gehört nicht nur das Resultat, sondern auch der Weg. Wenn man diese Vergangenheit nicht sieht, stolpert man über Dinge in der Zukunft, die in der Vergangenheit lagen. Und das haben wir in der DDR gehabt. Wir hatten in der DDR einen Eingabenerlass
von dem ich, der ich 2 Jahre lang auch Dorfbürgermeister mal gewesen bin, weiß, dass dieser Eingabenerlass hervorragend gewirkt hat. Also wie oft ein schweres Auto aus Berlin in mein Dorf kam, das hatte immer dann zu tun, wenn derjenige sich an Walter Ulbricht gewandt hat mit Eingaben. Nun ist aber Eingabe nichts anderes als eine Bitte um Gesetzlichkeit. Es gab eben keine Instanz, die diese Gesetzlichkeit zu beurteilen wusste, außerhalb derer, die diese Maßnahmen getan haben. Es war auch so, die Eingaben mussten korrekterweise immer an den gerichtet werden oder wurden an den zurückgegeben, der eine Maßnahme eingeleitet hatte, über die der Einzelne sich beschwert hat. Es gab, auch das von Pollack, ein Missverständnis von Montesquieu. Pollack hat Montesquieu immer angegriffen aus der Sicht von Rousseau und hat gesagt, der Montesquieu, aber in Wirklichkeit Montesquieu aus Sicht eines Sozialisten gelesen, heißt Gesetzlichkeit im Sinne von Mittel und Maß von Macht. Ich will das aber nicht weiter. Aber ich habe eine Frage, Genosse Professor Mass, das mit den Eingaben, das haben wir ja verstanden. Aber Konfliktkommission und Schiedskommission, die waren hervorragend. Das war das subjektive Recht des Einzelnen gegen Willkür des Staates, so ist es zugelegt. Ja, nein, ausgesprochen Zustimmung, Konfliktkommission, und das ist ganz eindeutig, da bin ich unbedingt für, da kann die Bundesrepublik überhaupt gar nicht mit, was da gewesen ist an Konflikten im Arbeitsrecht, auch im Nachbarschaftsrecht, und ich will damit kein pauschales Urteil fällen, aber die Generalkonzeption war in dieser Richtung, und Verwaltungsgerichte standen mal in der Verfassung drin, aber wurden nicht eingehalten, und dann kamen sie ganz am Ende wieder und so weiter. Ich will das jetzt nicht weiter im Detail belegen, aber es geht mir um die Fundamentalfrage. Wenn man Recht eindeutig nur ausschließlich als Instrument der Macht und nicht zugleich als Instrument des Einzelnen berührt, es gibt keine Freiheit der Gesellschaft, wenn nicht der Einzelne befreit ist, wörtlich Friedrich Engels. Und in der Beziehung hatten wir ein personenkultisch verzerrtes Bild von dem, was sozialistisch-marxistisch ist. Das Dritte, was ich hier noch besprechen möchte, diese Equalitas Juris, also die Gleichheit vor dem Gesetz, die Gleichheit von Reich und Arm vor dem Gesetz, ist zugleich eine Rechtfertigung der Ungleichheit unter dem Gesetz. Das ist eindeutig. Da hier nun das Wort Gleichheit, Freiheit, Solidarität ins Spiel kam, Solidarität ist kein ramponiertes Ideal aus der 89er Revolution, das ist erst in die französische Verfassung von 1851 gekommen. Aber in der Sache sind wir einig, es geht für einen Sozialisten darum, nicht gegen die Gleichheit vor dem Gesetz, sondern es geht darum, die Ungleichheit unter dem Gesetz zu beseitigen. Das heißt, hier ist die Eigentumsfrage dominant, und für mich beginnen Sozialisten erst Sozialisten zu sein, wenn sie die Eigentumsfrage fundamental stellen. Danke. Gibt es? Wir machen die nächste Runde. Okay. Ich bin sehr dankbar für den Überblick in diesem, Daniela Dahn, für diesen Überblick in dem Vortrag, aber ganz speziell auch für den letzten Satz, weil das auch ein Thema ist, was mich eigentlich spätestens seit der Wende umtreibt, die Eigentumsfrage, also nicht nur fundamental, sondern auch sehr klar zu stellen. Und da vermisse ich in der Linken also eine Klarheit in der Begrifflichkeit, die ich auch auf dieser Konferenz hier erlebt habe. Ich will aber nochmal auf diesen Kernsatz von Gans zurückkommen, der sagt, dass also die Kluft zwischen Arm und Reich zwangsläufig in die Vergesellschaftung führt.
Das ist ja ein Kernsatz, der auch bei Marx immer wieder, also im Kapital 1 sagt er an einer Stelle, dass die kapitalistische Produktion geradezu naturgesetzlich das Privateigentum negieren wird. Er spricht von der Negation und herauskommen wird also eine Form von Vergesellschaftung. Und war es nicht auch ein Versäumnis in der DDR, dass wir theoretisch und praktisch diese Vergesellschaftung nicht hinreichend vorangetrieben haben? Bis heute ist eigentlich nicht klar, was wir für ein Eigentum hatten. In der Verfassung stand Volkseigentum, aber alle Kombinatsdirektoren sind immer davon ausgegangen, dass sie Staatseigentum verwalten. Das ist ein Unterschied für mich und auch für mich ist die Frage nicht ganz geklärt. Ich glaube, dass es mehr als Staatseigentum war, aber es war auch kein perfektes Volkseigentum. Das ist bis heute nicht richtig geklärt. Und wir sind, die Linke ist sich nicht hinreichend genug bewusst über die Formen des Eigentums in dieser kapitalistischen Gesellschaft. Wir haben im Grundgesetz nur zwei Formen, Privateigentum und Gemeineigentum. Und es wird nicht hinreichend begriffen, dass es Gemeineigentum noch keine Sekunde gab in dieser Gesellschaft. Dass also auch alle Formen von genossenschaftlichem Eigentum, kommunalen Eigentum, Staat, sind alles Sonderformen von Privateigentum. Und wenn wir diesen Sprung in die neue Qualität schaffen wollen, müssen wir eben über dieses verfassungsrechtlich optional gegebene Gemeineigentum genauer nachdenken. Willst du gleich antworten? Also mit Daniela Dahn stimme ich nicht nur heute überein. Wir haben schon mal aus dem Nähkästchen geplaudert, wir haben schon mal in einem Beirat in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, oder sie hieß damals vielleicht noch gar nicht mal so, haben wir gemeinsam die Fahne in die richtige Richtung gehalten. Jetzt aber zu der konkreten Frage. Wir haben in der Bundesrepublik Eigentum als Bürgerrecht. Wir haben auch die Vergesellschaftungsmöglichkeit im Artikel 14 des Grundgesetzes geregelt. Sie ist bisher nicht angewandt worden. Und bei mir geht das Messer in der Tasche auf, wenn die Linke sich auf Losungen kapriziert, die die Eigentumsfrage überhaupt nicht in den Blick geraten lassen. Also, wenn ich lese, als eine Hauptlosung, Gerechtigkeit für alle, dann muss ich sagen, tut mir leid, die Gerechtigkeit der Herren Kapitalisten bewegt mich wenig. Wenn ich lese, bezahlbare Mieten, dann sage ich, na, das ist auch noch innerhalb des Kapitalismus zu machen. Genau, Grundeinkommen für alle, das ist innerhalb des Kapitalismus zu machen. Also mir geht es letztlich um die Fundamentalfrage, die mal auch so formuliert worden ist, in den Gegensätzen liegen unsere Hoffnungen. Wie bitte? In den Widersprüchen. Ja, ich habe das aber jetzt etwas, weil ich ja nicht die Quelle sagen wollte. Frigga Haug entlarvt mich, ich wollte die Quelle nicht sagen. Deswegen habe ich etwas umformuliert. Aber Gegensätze ist ja zumindest nichts wesentlich anderes als Widersprüche. Also in den Gegensätzen oder in den Widersprüchen liegen unsere Hoffnungen. Und im Zugleistern der Widersprüche liegt unser Versagen, liegt unsere Niederlage. Mehr will ich eigentlich dazu nicht sagen. Okay, vielen Dank. Sie noch mal bitte gerne. Wunderbarer Satz. In den Gegensätzen liegt unsere Hoffnung und das Zugleistern ist verkehrt. Vielleicht noch mal an dem,
an der Frage mit diesen ramponierten Idealen, weil ich tatsächlich davon ausgehe, dass diese Ideale tatsächlich den Widerspruch enthalten und deshalb ramponiert sind. Es ist einfach nicht möglich, wenn wir wissen, dass Gleichheit, Sie haben das völlig prima gesagt, wir wollen auch keine Gerechtigkeit für die Kapitalisten oder keine, die Gleichheit vor dem Gesetz ist eine Gleichheit, die zulässt, dass die wahre Arbeitskraft verkauft wird, die zulässt, dass Mehrwert produziert wird, die zulässt, dass Ungerechtigkeit permanent entsteht. Insofern sind diese Ideale Gleichheit, Recht, Gerechtigkeit sind irreparabel ramponiert. Und deshalb bin ich völlig bei Ihnen, die Widersprüche, wir müssen in diesen Vorstellungen von Freiheit und Gleichheit die Widersprüche entdecken, und ich halte es für eine ganz fatale Entwicklung in der Arbeiterbewegung, dieser Einzug des Neukantianismus, wo man gesagt hat, es gibt eigentlich unveränderte Ideale von Freiheit und Gleichheit, die irgendwie transzendental begründet sind und sonst wer kommen, weil das nichts anderes ist, da stimme ich Ihnen auch wieder zu, als die Perfektionierung der bürgerlichen Gesellschaft, in dem den Leuten vorgemacht wird, wenn hier gleiches Recht herrscht, wenn hier Freiheit herrscht, dann wird dieses System nur noch weiter geschmiert. Gerade mit der Zustimmung derjenigen, die ständig ungleich, also wo ständig Ungleichheit am Ende dabei herauskommt. Deshalb, ich glaube nicht, dass wir so weit auseinander sind. Ich habe nur eingehakt, weil Sie gesagt haben, der Marx habe damit einen Fehler gemacht mit diesen ramponierten Idealen, oder man kann es auch noch weiter, es gibt in den Grundrissen Stellen, wo er sagt, es gibt so Sozialisten jetzt, er meint da Proudhon und andere, die kommen da mit den Idealen der Französischen Revolution, das ist alles verstaubter Phrasenkram, ein Kommunist wie er, Marx, der bezieht sich nicht mehr auf die Ideale der Französischen Revolution, weil die zu dem Zeitpunkt 1858, zu nichts anderem dienen als diese Herrschaft oder diese kapitalistische Herrschaft nur perfektionieren. Und jetzt ist die weitere Frage, und das ist die theoretisch wirklich interessante Frage. Wenn diese Ideale irreparabel ruiniert sind, kann man einen Index machen? Kann man sagen, Freiheit oder Gleichheit oder Recht, Index bürgerliche Gesellschaft 1, sagen wir mal, und dagegen Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Index Kommunismus oder sozialistische Gesellschaft, das halte ich für intellektuell überhaupt nicht möglich, weil wir die Begriffe so kennen, wie wir sie kennen, und deshalb, das ist auch ein kleiner Widerspruch, ich glaube nicht, dass die Hegelsche Vorstellung von Freiheit, die hat der Hegel zu seiner Zeit gehabt und er hat die Französische Revolution gefeiert, aber er hat keine Ahnung davon gehabt, was die Implikation der Berufung auf diese Freiheit ist, nämlich ramponiert zu sein. Okay, danke. So. Letzte Runde. Möchtest du antworten? Ja, sicher. Ja. Das Recht zu antworten, lasse ich nicht. Das wollte dich auch niemand nehmen, Hermann. Wir stimmen ja weitestgehend überein. Ich will nochmal das Problem verdeutlichen. Zunächst mal, ich habe nicht davon gesprochen, warum Marx so viel Negatives über die Menschen- und Bürgerrechte der Französischen Revolution gesagt hat. Ich habe das nicht behandelt. Nämlich, es war so, dass im Bund der Geächteten und im Bund der Gerechten, also den Vorgängerorganisationen des Bundes der Kommunisten, in beiden Bünden, Bund der Geächteten und Bund der Gerechten, im Wesentlichen illegal Zusammenkünfte in Paris von Arbeitern aus Deutschland, war es so, dass sie der Meinung waren, die Zielstellung des Bundes der Gerechten und der Geächteten ist die Verwirklichung der Menschen- und Bürgerrechte. Das heißt, sie endeten an einem Punkt, wo Marx es nicht beenden lassen wollte und mit Recht. Ramponiert sind diese Ideale von Anfang an. Ich habe Beispiele genannt, Jefferson. Ich könnte John Locke nehmen,
den Großtheoretiker, er war selber Mitglied, Aktionär einer slaventreibenden Gesellschaft. Also das könnte ich im Detail nehmen, das will ich aber jetzt nicht weiter belegen. Das Problem bei Marx, wo ich der Meinung bin, da hat er eine Periode von Fehlern gehabt, liegt darin, dass er der Meinung war, in Deutschland brauchen wir nicht den Weg Frankreichs zu gehen, wir brauchen nicht die bürgerliche Gesellschaft aus Frankreich mit ihren ramponierten Idealen, wir gehen gleich in die universelle Emanzipation. Er unterschied ja zwischen der politischen und der universellen. Und wir brauchen nicht die politische, wir können voll in die universelle starten. Und es ist ja immer das große, die große Gefahr von Revolutionären, dass sie ihre Interessen, ihre Wünsche nach vorn treiben. Das ist ja Lenin genauso gegangen. Nicht, das ist allen so gegangen. Es ist auch den Linken gegangen, die nach 45 geglaubt haben, nun kann man aber hier Sozialismus machen. Das ging ja nicht. Und Daniel der Dam hat völlig recht, wenn wir das als Volkseigentum nachträglich bezeichnen, wie es auch damals bezeichnet worden ist, so müssen wir uns im Klaren sein, es ist nicht vergesellschaftet gewesen und konnte nicht vergesellschaftet sein, weil der Staat auch nicht vergesellschaftet war. Das hängt ja zusammen. Aber man muss diese Differenzierungen nehmen und ich nehme mir die Freiheit, diese Differenzierungen nicht wegzutuschen, nicht wegzuretuschen, wie ich mir auch die Freiheit nehme, bestimmte Losungen der Linken zu kritisieren, selbst wenn ich annehme, dass sie in guter Absicht gekommen sind. Also das Grundeinkommen für alle, im Allgemeinen sind es gute Absichten. Aber ihr wisst, der Weg ins Elend ist mit guten Absichten gepflastert. In Ordnung. Ja, herzlichen Dank bei Hermann Kellner. Herzlichen Dank bei Ihnen. Nach einem Marathon-Marx-Begängnis und ich wünsche allen einen guten Abend.